Wir machen kurzen Kalendervergleich. Heute ist das 10. Türchen dran, auch an eurem Adventkalender. Welchen wir heute aufmachen, darüber reden wir, wenn ihr kurz dran bleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Kalea Bierkalenderverfolgung hier auf dem Kanal. Und ich nehme mir ja immer aus den unterschiedlichen Kalendern ein Bier vor, jeden Tag. Und heute trifft es mal den österreichischen Kalender, denn da ist das 10er Rotbier von der Wimitz Brauerei dran. Und die kommen aus Kraik in Österreich und haben dieses Bier gebraut anlässlich ihres 10-jährigen Jubiläums und haben damit auch gleichzeitig mal die Etiketten geändert. Und das ist relativ untypisch für den neuen Etikettenstil, aber ich finde auch ein schönes, schlichtes Etikett. Dieses Rotbier ist ja eigentlich ein Bier, das wir aus der Nürnberger Gegend kennen, wo es dann eben auch von der Farbe her ein bisschen in diesen rötlichen Ton geht. Und das Rotbier ist eigentlich streng genommen so ein bisschen das untergärige Pendant zum Red Ale und findet eigentlich auch einen Bierstil, der sehr, sehr selten nur gebraut wird. Es ist das zweite österreichische Rotbier, das mir persönlich untergekommen ist. Wir erinnern uns vielleicht an die Braumeisterschaft von Egger. Da gab es ein Rotbier und das war richtig gut. Und ich bin mal sehr gespannt, wie sich das Wimitz-Bier schlägt. Ja, hier auf der Seite ist ein Reiter drauf. Und ich habe mich gefragt, vielleicht fragt ihr euch das auch, was hat dieser Reiter mit dem Bier zu tun? Und offensichtlich reiten die Wimitz-Jungs gerne. Und der Startschuss oder die Idee zur Brauerei kam irgendwie beim Reiten. Vermutlich danach, weil sie dann noch was getrunken haben. So, genug der langen Vorrede. 10 Jahre Wimitz-Bräu. Dieses Bier hat 5,4 Volumensprozent Alkohol, 13,6 Grad Plato. Und ich habe es mal so auf, 8 Grad erwärmt, nachdem es aus dem Kühlschrank rausgekommen ist. Und die Geburtstagstorte machen wir dann mal auf. Jetzt habe ich es euch nicht gezeigt. Schaut da, Wimitz-Bräu hat sich auch in schönem Rot auf der Flasche verewigt. Haha, und ein Rotbier, wo man sagen kann, das macht seinem Namen dann doch mal alle Ehre. Also, nee, jetzt mal ganz ehrlich. Also das ist mal so eine richtig schöne rot-orange-kupferne Farbe. Eigentlich keine wirklich erkennbare Trübung da drin. Das ist schon ein schönes beige-creme-weiß vom Schaum hier oben drauf, der auf dem Kalea-Glas mit 2,5 Fingern sitzt. Hat eine eher durchschnittliche Kompaktheit, aber das passt wunderbar. Stabilität schaut auch gut aus. Und vor allen Dingen im Glas, wenn man das sehen kann, da tobt dann die Kohlensäure. Wenn ihr das Bier heute Abend zu Hause habt, dann werdet ihr es sowieso sehen. So, dann würde ich sagen, so, Näschen mal rein. Oh, das ist sehr überraschend. geht tatsächlich in so eine richtig schöne, malzige Karamellnote rein. Ja, richtig schönes Bier. Ist dann aber auch, muss ich sagen, so ganz leicht getreidige Noten und Hintergrund. So ein ganz klein bisschen kräutriger Hopfen. In diesem Sinne, sehr zum Wohl. Cheers. Boah, das ist eine ordentliche Ladung Malz. Vor allen Dingen auf dieser karamelligen Ebene zu Hause. Ganz klein bisschen auch so ein bisschen Biskuitartiges. Ganz schön eingebundene, kräutrige Hopfennote. Wirkt irrsinnig frisch. Ist auch schön vollmundig. Und es kommt so mit der Zeit, kommt so eine leichte, dezente Würze mit raus. Angenehme, leichte, bittere. Und ich kann mich daran erinnern, als ich das Bier mal in Nürnberg getrunken habe, das war in einem Biergarten einer Brauerei, die ihr vermutlich auch alle kennt und die auch durchaus bekannt ist für das Hochhalten des Rotbierstils.
aber das Bier ist gelaufen wie die Hölle. Und das ist genau dasselbe hier jetzt wieder. Das ist ein Bier, was richtig drauf getrimmt ist, schnell und in größerer Menge getrunken zu werden. Und das funktioniert einwandfrei, ist halt eben nicht so schlank und hopfenbetont, wie das vielleicht ein Pilz ist, sondern es ist eher jetzt, sagen wir mal, so ein bisschen auf der malzigen Seite zu Hause, leichte Süße auch mit dabei. Trotzdem schöner, mittlerer Körper, mittlere Kohlensäure, glatte Textur. Das rinnt einfach hinten so in den Hals rein, ist weg. Und hinten im Nachtrunk, das Malz hängt noch ordentlich nach. Wird trockener und hat dann auch so eine ganz leicht nachhängende, kräutrige, bittere Note. Also ein sehr, sehr schönes Bier. Nürnberger, glaube ich, könnten mit einem neidischen Auge auf die Wimitz Brauerei nach Österreich schauen. Das 10er Rotbier von ProbierTV gibt es für dieses Jubiläumsbier zum 10-jährigen Bestehen der Wimitz Brauerei. 3,5 Punkte für das 10er Rotbier aus dem österreichischen Kalea Bier Adventkalender. Und wenn ihr dieses Bier dann mal live sehen wollt, dann müsst ihr nachher einschalten. Ich bin in Salzburg und verkoste das mit irgendjemand, der mir zur Seite steht. Und das Ganze dann auf biertasting.com. Seid herzlich eingeladen. Ich bin, wenn ihr das Video seht, nämlich schon unterwegs. Dann soll es für heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns später, beziehungsweise morgen beim nächsten Bier aus dem Kalender. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.